Moin, so wir haben es 7:30 Uhr, 9 Grad, 9,5 und ich bin gestern Nacht so um 7 wollte eigentlich hier in der Nähe auf einem schönen entspannten Platz an der Adria parken, den ich von 2020 kenne. Geht aber nicht mehr. Ja. Suljana heißt das Örtchen. Hier auf der Halbinsel. Na, jedenfalls bin ich da so rumgegrust im Dunkeln und bin dann hier so ein Wegchen. Und da habe ich eine Stelle gefunden, die wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Gestern Abend noch. Och, was ist denn hier? Frühstück. Mensch. Baumerdbeeren. Sensationell. Gestern Abend im Dunkeln noch schnell runter ans Meer. Ah ja, die kann man essen. Schmecken lecker. Schön süß. Verrückt. Im Dezember. In Kroatien. Und die Stelle war geil, aber es war einfach schon zu dunkel. Es war auch müde. Nicht zu. Und da gucken wir jetzt mal hin. Reinfahren ging nicht. Noch welche holen, die sind so geil. Hammer. Also wenn man sowas mal sieht, zuschlagen. Die wachsen manchmal auch als kleine Büsche. Oh, ultra. Ja, Frühstück. So, da gehen wir mal. Und ich kippe aus. Heute bewölkt. Also man kann da mit dem Auto parken, weiter oben sind noch mehr Plätze, so richtig kleine Plateaus. Kann ich ja vielleicht nachher noch mal zeigen. Gibt es hier auch ein Geld? Nee. Wenn ihr mal hier seid, habt Hunger, hier gibt es jede Menge Baumerdbeeren. Da noch nicht ganz so reif. Ja, und wahrscheinlich, so wie es gestern angesagt ist, das mir eher so hier das Plätzchen unten. Guck mal. Oh, geil. Kleine Kräuterform, muss ich mir nachher auch noch was mitnehmen. Für Einheimische. Ach, da kommt der Zwerg nicht hin. Warte mal, wo war das jetzt? Ach ja, war es hier? Ja. So, jetzt geht es ja so relativ steil runter, aber... Das ist das Paradies hier. Hammer. Ja, da drüben ist das kleine Örtchen. Muss mal gucken, wie das hieß. Kann ich ja mal in die Beschreibung schreiben. Da drüben allerdings super geile Restaurants, also so kleine, allerdings schon geschlossen, gestern. Da bin ich jedenfalls im Dunkeln hier runtergekrochen.
Uiuiui. Oh, noch kein Kaffee. Na, jetzt mal hier. Mit Sonne wäre es schöner. Das ist genial. Also hier, wenn ein bisschen wärmer, kann man aber auch schön abschillen. So. Da gucken wir mal hin. So ein bisschen wie Frühsport. Also ist halt auch das Schöne im Ausland, was in Deutschland gar nicht mehr möglich ist, dass du dich einfach irgendwo hinstellen kannst, in den meisten Fällen, nicht immer, aber ziemlich oft. Ohne dass gleich irgend so wichtig man vom Ordnungsamt angeschissen kommt und die erklären will, wie die Welt funktioniert. Und da denkst du manchmal so, also ich mir, alter Verwalter. Junge, Junge, so. So sieht das hier aus. Das ist doch nice. Nette kleine Höhle, kann man das nachts auch mal ein Feuerchen machen. Na? Yep. Ja. Kurzes Ding und da weiß ich nämlich schon, sind zwar bloß 9,5 Grad, wo ich heute früh meine Badewanne habe. Also dann, bis später.
hammergeil. Sensationell. Ach, das Wasser ist irre geil. Yippie-ei. Ach, sensationell. Ja. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn die Sonne scheint, dass das Wasser da so richtig schön türkis reinknallt. Aber ich denke, und schön angenehm, erfrischend. Ja, und so geht das dann wieder hier hoch. Yippie-ei. Sensationell. Na? Mensch, eigentlich ist das hier unten doch ein schönes Frühstücksplätzchen. Ja, ich denke ja. Ja. Und da drüben konnte man früher, vor 3 Jahren, dann war ich hier im Mai, ich weiß gar nicht, irgendwann 2020, konnte man schön da drüben stehen. Super geil. Ja, geht aber auch nicht mehr. Nicht so schlimm, hier ist geiler. Da ist unten ein bisschen Strand. Super. Eine Höhle, wie es aussieht. Schönes, klares Wasser. Und Baumerdbeeren zum Frühstück. Im Dezember. Yippie-ei. Jetzt krachen wir mal hin. Und Kräuter. Alles da. Nam nam nam. Die Baumerdbeeren, wenn ich mich recht entsinne, haben schon die alten Römer gekannt. Dann haben die gegessen, Mensch, gibt's aber auch. Gegen Durchfall und so waren die gut. Naja, dünnen Stuhl habe ich jetzt nicht. Das nehmen wir noch ein paar mit, weil man weiß ja nicht, wenn ich dem Weine fröne auf diesen Halbinselchen, vielleicht passiert da was. Hm. Hm. Krass. Boah. Also tatsächlich ist es so, dass man eigentlich überall immer irgendwas zu futtern kriegt, findet. Man muss es halt nur kennen. Eigentlich auch ein geiler Platz hier. Aber leider gespannt. Meine Fresse, das wird ja Fressflasche. Kippe aus, ne?
Nett. So. Ja, jetzt geht es uns ganz normal hoch. Aber wie gesagt, gestern Abend im Dunkeln war es sehr dunkel. War es schon ein bisschen tricky. Ach, ja. Hier runter zu laufen und zu fahren vor allem. Das sollte man eigentlich nicht machen. Im Dunkeln, aus Erfahrung kann ich das sagen. Im Dunkeln auf irgendwelchen Feldwegen rumzukurven, kann nach hinten losgehen. So, hier. Ja. Hier war Schluss. Wo ist das Feuerzeug? Und hier steht er.